Hallo. Ach, vom Geschreie. Ja. Vom Scheier. Mann, ich habe Angst, nicht mehr Start zu drücken. Also ja, wir, falls ihr uns so nimmt, da steht einfach, so ein Typ. Sollen wir einfach anfangen. Daddy ist hier oben auf dem Weg, aber ich... Aber wir müssen hoch. Grad ja. Voll vergessen. Wir müssen hoch. Oh, ich habe solche Sorgen um dich gemacht. Ja, hat dich. Gesehen. Falsche Richtung. Warum machst du die Tür nicht zu? Ich glaube, weil hier der Safe Room ist. Ja. Und ich glaube, er kann hier nicht rein. Nein, Detlef. Und jetzt steht er wieder vor dir. Bitte nicht. Er dürfte hier nicht rein können. Ja. Weil theoretisch bin ich ja von der anderen Seite durch den Raum geschlitzt da. Daddy? Hör auf, ihn Daddy zu nennen. Er heißt doch so, ich weiß doch seinen richtigen Namen nicht. Jack! Oh. Bin ich nicht Jack? Ach nee. Ich hab das gerade eben sogar vorgelesen. Ja, ich bin Ethan. 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 Jason. Sean! Ich hab das Gefühl, er nicht respawn. Wie heißt denn das? Resettet. Ja. Ja, wahrscheinlich spawnt er immer irgendwo anders. Da, wo ich gerade bin, wahrscheinlich ist er jetzt hier links im Raum. Ach, guck mal, da ist was. Ach so, das hatten wir schon. Ey, hast du jemals ganz geguckt? Ja, klar. Naja, klar. Ja, klar, da. Vor einer Weile kam Animated von Guns raus. Guns Zero. Komm raus, wo auch immer du bist. Weiß ja nicht, wo er ist, ob er oben oder unten ist. Auf jeden Fall habe ich das irgendwo durch Zufall gesehen. Und dann war ich jetzt letztens auf Netflix und dann war der da hochgeladen. Und dann habe ich mir den angeguckt. Und er war so gut. Real oder was jetzt? Nee, es war halt halt computeranimiert. Ach so, okay. So wie Final Fantasy Advent Children. Ah, nice. Oh mein Gott, ohne Witz, ich kann dir den nur empfehlen, der ist so gut. Ist halt richtig, richtig geil gemacht. Ich habe den jetzt auch schon zweimal gesehen. Und Adam ist jetzt so im ganz Fieber, dass er die ganze Zeit den Manga liest. Der hat nämlich nie den Anime geguckt. Ich habe nur damals, als MTV noch nicht privat war, excuse moi, habe ich mal ab und an Folgen geguckt, wenn ich noch nachts irgendwie nicht pennen konnte, was keine gute Idee war irgendwie. Obwohl, ich habe nicht so ein Problem mit Gore, wenn es im Anime ist. Echtes Gore ist wuch. Und wenn es zu übertrieben ist, dann finde ich es auch echt ranzig. Okay, Ganz war eigentlich ranzig, aber... Ich fand Ganz immer voll gut. War einer der einzigen Animes, die halt irgendwie im Fernsehen liefen. Abgesehen von dem Mittagsprogramm. Naja, aber damals lief ja auch alles andere wie Erosion of Escaflowne und... Ja, aber ich meine... Candidate for Goddess, Helsing, eine der Aika, Najika. Zu der Zeit, gerade als Ganz lief nicht so viel anderes im Fernsehen abends. Okay. Okay, chill. Oder nachts, weil irgendwie um 12 erst es lief. Kann ich jetzt oder? Versuch einfach zu hocken. Ich bin ja gehockt. Entschuldigung. Nee. Okay, hatten wir das schon. Ach so, weil du meintest irgendwie eine Liste. Ja, da rechts. Rechts. Mach die Schublade zu. Du sollst die Schublade zumachen. Kannst du nicht, okay. Ist er da draußen irgendwo? Hoffentlich. Oh ja. So, auf dem Tisch ist ein Zettel. Du sollst sie ausrüsten. Du sollst sie bewegen. Wie bewege ich sie denn? Kannst du, glaube ich, du brauchst zwei Plätze. Ja, geht da. Was ist, warum? Ich sehe dich. Lauf doch. Da. Mann, Alter, der geht mir voll auf den Sack. War ich gehockt? Hab mich gerade nicht in den Sinn. Du bist jetzt Teil der Familie. Ach, halt die Klappe. Ich bin Teil von nicht. Ich bin mein eigener Teil. Teil 5, bald in den Kinos. Also ich habe damals den Anime gern geguckt, aber dann fing die zweite Staffel an. Und dann war das, fand ich es nicht mehr ganz so gut. Wie schiebe ich das nochmal? Bewegen, da. Du da? Du. Guck mal, du kannst es auch so. Oh. Ja. Da und du da. Okay, top. Nee, kann ich nicht. Ah, ich habe keine Muni dafür. GG. Oder? Huch. Ja, ich habe keine Muni. GG.
Ja, ist okay, ich habe in der Kiste was, aber ich will jetzt nicht dahin. Ich will in den Raum noch kommen. Mann, der nervt voll. Echt mal, Mann. Ich kann es ja verstehen. Ach, der ist da drüben. Ich kann es ja verstehen wegen paar. Das macht echt Spaß. Mir aber nicht. Nimm doch mal auf meine Gefühle Rücksicht, Mensch. Jack. Du bist doch eh von dem Brett da gefallen. Du müsstest eigentlich im Eiswasser ersaufen. Hä? Jack? Ach so. Rose? Ja. Eh. Das war Nine. War ich nicht. Machst du wohl. War ich nicht. Du hast selber zu dir I gesagt, nachdem du gepupst hast. Dude, Alter, du hast schon vor der Aufnahme gepupst. Hab ich gar nicht. Es ist auf Band. Weil das du Zwiebeln gekocht hast. Oh, I'm sorry that I cooked muss ich pupsen. For you. Übrigens ist mir aufgefallen, dass wir voll viel Englisch sprechen. Ja, sorry, aber das ist mein normaler Sprach. Ja, das ist auch. Wie bist du jetzt hinter mir gewesen? Macht keinen Sinn, mein Freund. Bist du nicht, Mann? Und gleich drehst du dich um und dann. Oh, ich hab einen Dietrich für die Kiste, da hab ich gerade bemerkt. Das stimmt. Hallo. besser, als du nicht da warst. Meinst du, das bringt was? Who knows? Ich meine, wer weiß. Auf jeden Fall guck ihn dir an. Ganz Zero. Adam und ich haben damals auch die Real-Life-Verfilmung geguckt. Was ist das? Ach, eine Statue. Ist er drin? Kannst ja, nicht ich glaube schon. Die Tür offen? Ja, da war er. Hat er mich gesehen? Nein. Er stand mit dem Rücken zu dir. Ich weiß nicht, sonst würde er sagen, ich sehe dich. Ich weiß nicht, ob er hier rumkommt. Ich würde auf jeden Fall. Pass auf, dass du nicht gegen die Dosen läufst. Psst. Guck einfach runter. Das gilt. Nee, das funktioniert nicht. Das funktioniert einfach. Als Kind vielleicht, als Baby. Soll ich gucken? Ich hab Angst. Ich will nicht, Mann, du nervst. Ich will doch nur in den Raum. Vielleicht ist er deswegen genau da. Vermutlich, der ist immer da, wo wir hin müssen. Dauert nicht mehr lang, dann finde ich dich und leg dich um. Warum? Das klang sehr nah. Ja, ich dachte, ich bin ein Teil der Familie, warum willst du mich umlegen? Ich glaube, vielleicht, weil du ihm jetzt mehrmals entkommen bist. Ach, Unsinn, du warst schon tot. Hat hier einen voll auf Jesus gemacht. Aber er hat keine 3 Tage gebraucht. Echt mal, brauch mal 3 Tage, geh mal wieder 2 Tage schlafen. Du bist noch nicht so weit. Du bist noch nicht völlig entwickelt. Der ist immer noch hier, oder? Ja. Der geht nicht aus dem Zimmer. Nee. Er läuft. Oh, da war er. Oh mein Gott, Steffi. Es geht neu. You so dead. Ich meine, du bist so tot. Ich kann dich riechen. Oh Gott. Ist er raus? Klingt nicht so. Mann, Alter, jetzt hocken wir die ganze Episode da. Oh Gott, ey. Oh, ich hatte letztens einen Kunden wieder da. Der war schon mal da und hat genau den gleichen Witz gebracht. Und ich dachte Warum mir... Warum schreist du so? Weil mich das aufregt, weil der Typ mich aufregt. Bitte schieß nicht einfach aus Versehen wieder. Ah ja. Ist so ein älterer Mann irgendwie. Und er meinte letztens schon wieder zu mir so, warum... Ich... Wollen Sie mal einen Witz hören? Ich so, ja. Warum kann ein Mann nicht hübsch und intelligent sein? Weil er keine Frau ist? So ähnlich. Dann wäre er eine Frau. Oh Gott, ich dachte mir nur so innerlich... Alter, du hast mir die Bulette schon letztes Mal ins Ohr gekaut. Warum schon wieder? Eine Bulette ins Ohr gekaut? Mann, er hat das schon letztes Mal erwähnt. Das war schon da nicht lustig. Mann, dieser fucking... Wie sagt man so schön? Einmal Familie, immer Familie. Oh, ho, ho. Da ist er. Er sieht dich. Nein, er ist mit dem Rücken. LOL! Du hast dich voll gesehen, Junge! Oh, Steffi. Mann, geh doch mal raus! Ich glaube, er weiß, dass du dahin willst. Er kann es riechen, Steffi. Er kann es riechen. Mann, ich furz dem gleich mal. Komm, siehst du? Komm raus, wo auch immer du bist. Jetzt klang es ein bisschen weiter entfernt. Da ist er. Geh raus, da. Geh nach links. Lauf! Bitte sei vorsichtig, Steffi. Lauf einfach. Ja. Okay, versteck dich. Er kann durchs Fenster gucken. Oh, ja, es ist ja rechts. Okay. Sei leise. Oh, ich kann dich riechen.
Oh, da ist ein Fenster. Sieht er mich hier? Ich weiß halt nicht, wo ich hin soll, damit er mich... Hinter diesen Schrank wahrscheinlich. Oh, Muni. Was soll ich mit Pistolen, Muni? Nicht, lass offen, lass offen, lass offen! Verdeck die Sicht zum Fenster. Bitte, bitte. Ey, ich komme mir vor wie so ein Spast, wie ich hier sitze. Mach keine Kurse. Er kann uns nicht hören. Da. Lass sie... Die stand im Wohnzimmer. Ach, das... Die stand im Wohnzimmer, das Buch. Oh, wir müssen in den Zerlegungsraum. Ich finden werde, oder? Im Zerlegungsraum. Ja, das war ja eh uns klar, weil wir den Schlüssel dafür gefunden haben. Okay, wow. Das ist schon mal gemacht? Glaube nicht. Habe ich Platz dafür? Habe ich noch einen Dietrich? Hatte ich nicht einen aufgehoben? Nee, du konntest da nichts aufheben, als du ihn gesehen hast. Oh, damn. Ich habe keinen Bock, den nochmal da unten aufzuheben, um dann wieder hochzukommen. Vor dem hier zu flüchten und dann in Zeitdruck diese... Hier, Schweinchen, Schweinchen, Schweinchen. Frage ist, ist er da? Oder das klingt eher, als wäre er in dem Raum. Ja, ich muss an ihm vorbei. Ich meine, wir haben die Flinte. Wir haben den Zettel. Wir haben die Gänsehaut. Okay, lauf. Oh, da ist er. Oh mein Gott, Steffi. Heil dem Glitch. Oh mein Gott. Ach, mein Herz. Hallo, er hat ihn gewunken. Hey. Okay. Lauf. Nicht hinter, nicht gucken. Einfach laufen. Wo ist mein Kleider, Ethan? Da oder... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum ich mich so erschrocken habe. Ist okay, ist kein Problem. Oh Mann, das ist, weil alles angespannt ist momentan. Okay, geh raus, Mann. Wir haben das. Jetzt steht er gleich vor der Tür, ich schwöre. Ich pinkel ihm ans Bein. Und jetzt run for it. Okay. Lauf, lauf, lauf. Klappe. Wir sind gerade dabei, den Weg rauszufinden. Du bist nur noch ein leises Echo an meiner Probacke. An ihr? Ach so, weil er hinter dir ist. Ja, tschüss. Hier kannst du eh nicht rein. Okay, jetzt kommen aber bestimmt wieder ein paar Monster. Ja, aber ich will. Speicher! Ja, mach ich. Aber das mache ich dann offscreen. Och Mensch, ist schon wieder soweit. Ja, jetzt erwischt du. Ich muss eh mal pushen, ne? Ah ja, stimmt. Muss mal eben den Angst. Bäh. Das wäre ein Träumchen. Das wäre ein Träumchen.